Auf Route 6 also. Okay. Und hoch. So, ah, jetzt ist das ja auch weg, jetzt kann ich auch lang gehen. So. Das ging noch locker flockig, also haben wir echt gut gemacht. Nicht schlecht. So. Aber bevor wir zur Route 6 gehen, logischerweise, erste Mal ins Pokémon Center. Und die Pokémon heilen. Und was sagst du mir schönes gerade mal? Hast du schon mit dem verliebten Mann gesprochen? Der ist sowas wie eine Berühmtheit hier in Maria City. Ja, das habe ich. Und ich finde ihn immer noch cool mit seinem Rayon-Kampf. Ich hoffe, so wie ich das von mir verstanden habe, kriegen wir jetzt mehr davon. Das feiere ich ja extrem, so eine Kämpfe. Da kann man viele Stärken und Schwächen miteinander ausgleichen. Apropos, könnte man ja mal gucken. Ich meine, ja doch, das läuft ja nicht ganz gut, wie wir das haben. Wenn wir Feuer, Wasser und Pflanze hätten, das wäre dann perfekt. Aber ich will nicht so ein Cheater mit reinnehmen, ich mag das nicht so. Ich meine, es sind Wasser-Pokémon, aber trotzdem, weiß nicht. Muss nicht sein, ne? So. Berl, hallo, Kalidos. Hä? Du, erzähl doch mal, warst du in der Arena? Kann das sein? Bah, du hast ihn ja den Arena-Orden von Maria City. Wahnsinn, der ist ja echt klasse. Aber halt, ich darf nicht immer nur tatenlos seine Erfolge bestaunen. Ich bin schließlich selbst ein Trainer. Los, lass uns das Zeit für einen Kampf. Also, Belle und Sharon kämpfen ja da recht oft gegen uns, wa? Dann wollen wir mal gucken. Terrybug, achso. Ja, leider. Ach, Leute. Der Piroyal. Schickes Pokémon, gefällt mir. Los, der Piroyal. Grasmixer. Und zack. Wolfs hat überlebt. Bodycheck. Geht daneben. Wunderbar. Pa, mit sowas kannst du nichts anhaben. Hoffe ich zumindest. Ja. Slam. Oh, ich hasse dich dafür, Bam. Ich hasse dich. Aber egal. Slam. Jetzt noch einmal Grasmixer. Und tschüss, Terrybug. Stampfender Level 28. Grillmark, Grillmark. Ach genau. Gut, dann kommt für Grillmark kommt der Solachita in den Kampf. So, Aquaknarre. Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen, das wird dann ein bisschen stärker hier alles. Ich muss so natürlich da unbedingt trainieren. Aber egal, jetzt ist Level 19. Oh, was ist das denn ernst? Eine Attacke halte ich gerne aus. So, Aquaknarre. Bam, und tschüss. Level 19. Lampen erhält auch noch was. Somnivora. Da holen wir dann wieder unser Serpiroyal raus. Gut gemacht, so das sieht ja los, der Piroyal. Vorwand, Lobkling von der Piroyal wurde durchschaut. Grasmixer. Brauch kein Lobkling auf, was auch immer du damit gemacht hast. Was? Okay, das ist extrem kacke. Slam. Machen wir es halt so. Ha, perfekt. Was? Nein. Du bist schon eingeigelt, du brauchst dich nicht mal einigeln. Aber was soll's, das erzählen wir keinem. So. Slam. Und tschüss.
Und jetzt kommt von Otaro die Entwicklung. Zwotronin. Gegen Zwotronin Laubklinge. Bam. War ja eigentlich schon reines Kinderspiel gegen sie. Wir haben jetzt echt ein recht gutes Pokémon-Team. Japs, ich fasse es nicht. Ich habe tatsächlich verloren. Japs, das hast du. Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück, Kalidos. Du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe so das Gefühl, dass du genau verstehst, was in deinem Pokémon vor sich geht. Weißt du was, Kalidos? Ich gebe dir eine meiner VM ab. Fliegen! Oh mein Gott! Endlich! Ich hab Fliegen. Die hat mir mein Papa in Rayona City gegeben, damit ich jeder zurück zu Hause kann, wenn mich das Heimweh packt. Davon geht zumindest aus. Aber soll ich Cheryl wohl besser auch eine abtreten, wa? Also gut, Kalidos, man sieht sich. Ja, Mann, geil. Fliegen. Die kann ich gleich Navitop geben. Auf die vor allem Fliegen warte ich immer so. Das ist eine, auf die ich immer warte. So. Man kann immer zu jedem bekannten Ort fliegen. Genau, das habe ich gesucht. Los, Navitop. So, welcher Tag soll ersetzt werden? Natürlich. Ich kann damit. Ach komm, was soll's. Ruhe benutze ich sowieso nicht. So. Zack und weg. So. Und dann wollen wir mal das Fliegen ausprobieren. Indem wir mal Maria City, dann das nächste Panaero. Neviano. Da sie die mit den drei umkämpfen. Tessera. Und dann wollen wir mal kurz nach Hause fliegen und uns das mal angucken. Avenizia. Yeah. Wir sind zu Hause. Mutter. Hey, wie geht es deinem Pokémon? Ich meine, gönn ihm und dir selbst eine Pause. Du weißt, ein guter Trainer achtet immer auf das Wohlsein der Pokémon. Gut. Okay, also du hast nichts für mich, dann ist es wohl nicht so ganz wichtig, bei dir zu sein. Dann gehen wir wieder. Navitaub, fliegen. Oh, da hin? Nee, nur in Städte. Maria City. So. So. Route 6. Ah, ein kleines Low-Cups. Aber geh mal selber, hättest du keine Chance, also gehen wir einfach. Ich mache nur richtige Pokémon-Kämpfe. Ah, ein Forscher. Du bist wirklich faszinierend. Unterstützt du mich mit meinen Experimenten? Ungerne. Ich mag Pokémon-Experimente nicht. Forscher Wilhelm. Seso-Kids, das kenne ich auch noch nicht. Habe ich schon mal gesehen, aber das war's auch. Ach, da hat sich mein Pokédex geschlossen. Einfach mal so. Was soll's? Nicht so schlimm. Mach ich neu auf. Ich glaube, das haben wir wohl schon mal gehabt. Ein Volltreffer, na klar. Ah. Wie viel Kronen wird seine Entwicklung? Ah, cool. Also Seso-Kids ist soweit, dass es für jede Jahreszeit eine Farbe hat. Interessant. Und das gibt es auch für Kronjuwild. Also seine Entwicklung. Habe ich gerade mal so gesehen hier, dass. Interessant. Es gibt im Sommer es ist grün, im Herbst braun und die Winterform ist wie heißt hier lila. Aber wie ist denn die Frühlingsform? Ach, die ist lila. Pink. Okay, nice, interessant. Gut zu wissen. So, Slam.
Interessant. So, und auf Wiedersehen. Ah. Was? Starpignon? Das ist auch cool. Aber ach, ist einfach Wildboy, sie kämpfen, das ist unwichtig. Würde mich interessieren, wie ich da jetzt hinkomme. Pokémon mit trockener Haut leben, Wasserattacken oder den Regen. Ich spreche natürlich von einer Fähigkeit Trockenheit. Jetzt die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ach, hier geht's runter. Also nach oben. Ein Ranger. Sieht zumindest danach aus. Wir sind ein perfekt eingespieltes Team. Gleich wirst du erfahren, was es heißt, ein Ranger zu sein. Ja, sag ich doch, Ranger. Ein Tarpigon ist Pflanz und Gift, mal so nebenbei. Emolga. Ich hasse Emolga. Der Piroyal. Mach kurz einen Prozess. Laubklinge. Und tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. Verdammt, doch nicht ganz. Das heißt Doppelteam, das bringt aber nicht viel. So. Und tschüss. Stampin-Rate Level 29, geil. Merve? Achso, nee, sie heißt Merve und setzt Sesu-Kids ein. Laubklinge. Zack. Und auf Wiedersehen. Nicht sehr effektiv. Bodycheck, aua. Okay, dann jetzt ein Slam. Und tschüss. So, jetzt habe ich am Ende doch mehr über dich erfahren als über mich. Ja. Hast du schon mal was von dieser Sorte Beeren gehört? Amrena-Beere. Ja, die kenne ich schon aus anderen Spielen. Psst. Psst. Schütze deine Ohren. Kannst du hören, wie die Pokémon die Pflanzen leise ein- und ausatmen? Nein, das kann ich nicht. Wie viel Geld haben wir denn? 58.500. Alter Schwede, also haben wir schon eine ganze Menge gesammelt jetzt. Eine Schirmdame. Es regnet, die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur zum Spaß. Schirmdame Astrid. Oh, 4 Pokémon. Erst kommt ein Schallquab. Okay, der Schallquab nutzen wir natürlich erst einmal, um unsere HP wieder aufzufrischen. Den Megasauger. Zack. Wurde Energie abgesaugt und Schallkopf wurde besiegt. Was für ein Wunder. Noch ein Schallkopf. Ja, was für ein einfacher Kampf wieder. Na los. So, nochmal. Megasauger. Ach, war eigentlich jetzt total sinnlos, aber egal. Was soll's. So. Noch ein Schallkopf, Alter. Hast du Langeweile, oder was? Noch so nervig wie die Leute mit dem Cup oder in anderen Versionen früher. So, Grasmixer. Was? Wie der Wert die Attacke ab. Gibt's doch gar nicht. Tschüss. Und noch oh, ein viertes Schallkopf, Alter. Solche Kämpfe sind immer sowas von nervig. Grasmixer. Und tschüss, auf Wiedersehen. So, eine vernichtende Niederlage verlangt nach einer traurigen Melodie. Ah, ein Pokémon-Forscher. Ich werde dein Pokémon-Team erforschen. Tu das, mein Freund, tu das.
Porsche Xavier. Wieso Kids? Okay. Los Epi Royal. Und jetzt. Laubklinge. X Angriff also, ja? Bringt leider nicht viel. Vegetarier? Angriff von Sesokit steigt. Ich will angreifen, Mann. Ach, der. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Das ist seine Fähigkeit und dadurch saugt er meine Attacke auf. Okay, Slam. Dann eben so. Ich kriege die erst daneben, warum auch nicht? Aua. Was? Alter. Das ist nicht dein Ernst. Navitau, los, ruckzucki. So, auf Wiedersehen, ey. Ich glaub's eigentlich nicht. Der bittere Geschmack der Niederlage, ich muss ihn erforschen. Du hast einen Waffelkollege, ey. Wir erforschen hier den Einfluss der Jahreszeit auf die Natur. In der Gegend findet man das Pokémon Sesokitz, richtig? Es verändert je nach Jahreszeit sein Aussehen. Faszinierend, oder? Wir hoffen, etwas über diese hochkomplexe Beziehung zwischen Pokémon, Wetter und Jahreszeit zu erfahren, indem wir das Pokémon erforschen. Daher haben wir auch ein Klimasystem entwickelt, mit dem wir Temperatur, Luft, Feuchtigkeit und noch viel mehr kontrollieren können. Sogar die Jahreszeit können wir damit bestimmen, soweit so gut. Nun haben wir leider nicht die Zeit, an Sesokitz einzufangen. Möchtest du vielleicht an Sesokitz für uns einfangen? Falls das möglich ist, bring es doch bitte hier ins Institut. Wenn wir die Veränderung bei dem Sesokitz verifiziert haben, fangen wir uns selbst an Sesokitz. Diese Jahreszeit. Na, soll ich mir das Sesokitz mal ansehen? Nein, verstehe, dabei würdest du damit mit dir und eine ungemein bei unserer Forschung helfen. Willkommen im Jahreszeiten-Forschungsinstitut. Hinter Maria City liegt der Wendelberg, auf dem je nach Jahreszeit Schnee liegt. Wir kontrollieren mit der Maschine dort Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ja, einfach immer ist leer. Es gibt Pokémon, die je nach Jahreszeit ihr Aussehen verändern. Ob man in diesem Fall wohl auch eine Art Entwicklung sprechen kann? Das weiß ich nicht, oder? Geh wieder raus. So, was haben wir da jetzt rumliegen? Übertrank. Was ich jetzt bräuchte, ist erstmal kurz einen Beleber. Weil mein liebes Sepi Royal hat ja eben den Geist aufgegeben durch diesen scheiß blöden anderen. Ah! Beleber einsetzen auf Sepi Royal. Dann hau ich da 50 KP rauf, dann hat 201, das reicht vollkommen aus. Nee, nicht 200. Auch die Aufwecker. So, Hypertrank, Supertrank. Sepi Royal. So, ich müsste eigentlich mal zum Ende kommen, aber ich habe irgendwie keine Lust zum Ende zu kommen. Ein wildes Pokémon. Ich bin nämlich gerade voll drinne. Ein Navitaub. Flucht. Elixier, ah, cool. Ein wildes Pokémon, ein Navitaub. Nee, ein Tarnpignon, so. Ja, den Namen kann ich zum Beispiel noch nicht, weil das wurde noch nicht so oft gesehen. So. Ich werde die Zusammenhänge, die deiner Stärke zugrunde liegen, offenlegen. Tu das, meine Hübsche, tu das. Forscherin Edna. Haha. Weiß nicht, ob ihr das Spiel Edna bricht auskennt. Die sieht irgendwie so ähnlich aus wie die alte. Müsst ihr mal gucken. Aber auch schon wieder 2 Uhr. 12 Stunden muss ich wieder auf der Arbeit sein. Aber was soll's. Laubklinge. X-Tempo also, ja? Und der hat wieder die Fähigkeit Vegetarier. Mann, warum haben die das jetzt gerade alle? Okay, Slam. Volltreffer. Oh, wurde besiegt. Krass, geil. So, ich war mit den Zusammenhängen beschäftigt, ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Das ist natürlich schlecht. Denn beim Pokémon-Kampf solltest du dich schon ein bisschen konzentrieren. Oh. Ein Tarnpignon, genau. Tarnpignon, das muss ich mir merken. Ich will das im Kopf haben. Du bist entkommen.
Schirmdame. Ich plansche mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Lass mich überlegen. Ich sag's dir, wenn du gewinnst, dann ja. Liebe Conchita, wenn nicht, dann nicht. Nee. Da du nicht gewinnen willst, also nein. Los, Laubklinge. Bam. Und als nächstes setzt sie ein Quabbel. Was ist denn ein Quabbel? Quabbel kenne ich auch noch nicht. Und was kommt denn Quabbel? Das ist ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall. Das ist ein Wassergeist-Pokémon und kommt von... Ach ne, das entwickelt sich noch weiter auf Level 40. Okay. Oh, ich habe verloren, aber es hat mir Spaß gemacht. Ja, tut mir leid, dann bleib ich wohl nicht hier, wenn du verloren hast. Blattstein. Oh. Habe ich ein Pflanzen-Pokémon? Nö. Doch nicht so schlimm. Ein wildes Pokémon. Was haben wir denn hier? Ein Sesokitz. Wisst ihr was? Wir versuchen das mal zu fangen. Obwohl, nee, da müsste ich ja zurücklaufen. Und da ist kein PC, also was soll's, ganz ehrlich, nee. Lohnt sich nicht. Ein wildes Pokémon, was haben wir hier? Ein Tanpignon. Ja, jetzt hab ich's drauf. Jetzt hab ich's im Kopf. So. Wer steht jetzt hier? Ah, da vorne ist Turner. Gleich siehst du, was für Bären kräftig aus der Natur ziehe. Ein Ranger. Nee, ein Pokémon Ranger, Rui. Pico Chilla, Bärenkräfte, achso. Ich bin total deiner Meinung. So. Grasmixer. Coachella wurde besiegt. Lampionerät Level 30. Ja, endlich. Bauchtrommel. Was bringt Bauchtrommel? Da haben wir einen maximierten Angriffswert und die kosten der Hälfte seiner maximalen KP. Nö. 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 So. Emolga. Ich hasse Emolga. Aber mittlerweile habe ich ein recht starkes Team, wenn ich mir das mal so anguckt. Level 36, 31, 30, 30. Die anderen beiden 19er kommen jetzt danach dran. Doch, läuft besser. Finde ich gut so. Und tschüss. Ach ja, nee, doch nicht tschüss. Emolga ist ja recht resistent gegen meine Pflanzenattacken. So, Serpi Royal, Laubklinge. Zack. Und tschüss. Level 37, geil. Lampen hält auch noch mal ein paar. Ah, das hilft mir noch Ursche. Hier, vielleicht kann ein Pokémon-Team da hier aus Bärenkräfte ziehen. Am Arena-Bäre, okay. So, und dann Pokémon. Flampion Item nehmen. Und wir geben es so der Cheater. Item geben. So, EP-Teiler. Dann kriegt er so der Cheater wieder Erfahrungspunkte. Ein wildes Pokémon. Ein Low Cups. Gut, gut. Hallo Turner, die Elektrolythöhle sieht aus wie auf dem ersten Blick wie ein Labyrinth aus, aber eigentlich gibt es nur einen Weg. Ach so, du bist gar nicht. Ah, die Panaero-Höhle hier auf Route 6, dort soll ein sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der einen Region vor den Flammen bewahrt hat.
Falls die Attacke Surfer hast, die dir erlaubt, übers Wasser zu gleiten, triffst du besagte Kobalium womöglich. Okay, also nur mit Surfer, oder was? Interessant. Bald ist die richtige Jahreszeit, um zum Turm des Himmels auf Route 7 zu gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten, das freut mein kleines Baumboy. Die Pokémon, dein Pokémon sieht schlapp aus, du sollst ihm ein wenig Ruhe gönnen, sonst wird die Reise zu streng. Das ist cool, dankeschön. Hey du, das ist für dich. Leuchtstein? Ich habe meinem Pikachu noch nicht einen Leuchtstein gegeben. Das entwickelt sich plötzlich zu einem ganz anderen Pokémon. Ich habe so viele Steine, aber mal gucken. Blattstein. Nicht möglich. Was haben wir noch? Herzschuppe, Ballenhelm, Riesenperle, Expertengurt, Machoban, Holzkohle. Attacke mit dem Feuer werden verstärkt. Dann geben wir das mal in der Zeit Flampion. Riesenpilz Sonnenstein. Geht auch nicht. Dampfglocke. Hyperball, Superball, X-Treffer, Evolit. Geht auch nicht. Goblinse. Wundersaat. Mondstein. Auch nicht möglich. Was haben wir noch? Leuchtstein. Alles nicht möglich. Gut, dann eben nicht. Dann behalten wir die Pokémon, wie sie sind. Auch kein Problem. So. Ein Doppelkampf. Ein Tarnpinguin und ein Laubkaps. Laubkaps. Pyreal und Zebritz. Aber nö. Wir gucken, wo es hingeht. Nirgendwo. Okay, dann nehme ich's. Ein Sesokitz. Tut mir so leid, wenn sie von einem riesigen, geilen Pokémon sind, aber was soll's. Oh. Ein Sesokitz und ein Folikon, genau. Ja, Folikon kann ich auch noch nicht. Laukaps kann ich gerade so und Folikon kann ich noch nicht. Aber ich dachte, ich merke sie mehr jedes Mal. Ich versuche es zumindest. Elektrolythöhle, ach so. Ah, okay. Danke fürs Warten. Ah. Das sieht man mir ganz hart im Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber wenn das für euch ein Problem darstellt, dann würde ich euch da gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arena-Leiter. Ans Weg, Rukaiman, tu was du tun musst. Hier, diese Term soll dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig deinen Pokémon beibringen kannst. Dampfwalze. Ich spreche von Dampfwalze. Die Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze sollten sie die Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Ich weiß nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du allein. Wenn du dir etwas fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Dankeschön nochmal, ne? Und diese TM, die können wir gleich mal unserem jetzt habe ich den Namen vergessen, Gabinol geben. Wie wir können sie ihm geben, so. Eine TM aktiviert, sie hat Dampfwalze zu einem Pokémon beibringen. Ja, Garnovil, genau. Wir vergessen dafür Folterknecht. So, ah, Moment, meine Hand juckt. Ah, eklig. So, gerade wieder vergessen und er lernt Dampfwalze. So. Was? Hier entlang. Hier, Meister N, der Trainer, den du sehen wolltest. Was?
Danke, du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern der Finsterie, des Finstrios gemacht. Das sind Angehörige von Team Plasma, handverlesene Untergebene von Jesus. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die Voltula-Netze am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Diese Elektrolythöhle, ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass sie die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei, du wurdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht mich das? Pah, naja, das wundert mich. Wenn du nicht verstehst, was ich mit meinen Worten andeuten will, können sie auch kaum überraschen. Ich habe Jesus von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finstrio darauf angelegt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Charon jagt in einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Bell ist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du? Dich prägt keins dieser Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral gegenüber. Was wohl auch gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorn auf dich. Jesus will herausfinden, was du wirklich als Trainer drauf hast. Ach Leute, was habt ihr denn gegen mich? Ah, hier krieg ich Elektro-Pokémon? Oh, die Entwicklung von, jetzt komme ich nicht drauf. Sedimonto ist auf jeden Fall. Von dem anderen kleinen Schein-Pokémon da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Moment. Pokédex. Von Kaumalat. Hieß er nicht Kaumalat? Nee, Kiesling. Von Kiesling. Wir sehen 60, gefangen 19. Schlecht. Aber naja. So. Ah. Ein WhatsApp. WhatsApp. Elektro-Pokémon habe ich auch noch nicht. Aber wir fangen ja eh momentan keine, wir kämpfen ja eher.